Zum ersten Mal hat ATV und Quad Offroad-Reifen für ATVs und Side-by-Sides getestet und dabei die Trocken- und Nasshaftung GPS-genau überprüft. Stattgefunden hat das Ganze beim Driving Center Vorarlberg und unterstützt hat uns das Fonblon-Team, das die Räder im Akkordtempo gewechselt hat. Für die Messungen zur Verfügung standen eine Polaris Sportsman XP1000 als ATV, eine Polaris Scrambler XP1000 als tiefer gelegtes und für den Einsatz auf der Straße optimiertes Sport-ATV sowie ein Polaris General 1000 ABS als Side-by-Side. Als Special stand im Driving Center Vorarlberg auch eine halbkreisförmige Fahrbahn mit Rutschbelag zur Verfügung, der geflutet wurde und damit eine Schneefahrbahn simulierte. Hier war entscheidend, bei welcher Geschwindigkeit das Fahrzeug ausbricht. Spannend an der Geschichte war insbesondere der Vergleich unseres Krabbelzeugs mit einem PKW. Hier zeigte sich, wie ATVs und Side-by-Sides überhaupt im Straßenverkehr positioniert sind. Außerdem war das Side-by-Side, ein Polaris General 1000, mit ABS ausgerüstet. Und auch hier wurde es spannend. Ist die Stotterbremse an unseren Offroadern ebenso segensreich wie bei den PKWs? Und noch etwas hat sich gezeigt. Bei Verwendung breiterer Felgen, die von VBW mit Straßenzulassung angeboten werden, können Offroad-Reifen mitunter deutlich bessere Bremswerte aufweisen als auf den Serienfelgen. Der Grund dafür ist klar, auf einer breiteren Felge bilden sie eine breitere Aufstandsfläche und somit mehr Gummi auf der Straße, über welches die Kräfte übertragen werden. Der Haken dabei, mit den breiteren Felgen baut auch das ganze Fahrzeug breiter, sodass es mitunter Probleme beim Transport im VW-Bus oder auf dem Anhänger gibt. Ja, also mit den neuen Reifen sind wir eigentlich ganz zufrieden. Und der Hersteller hat da doch die Aufgabe erkannt. Die Reifen sind jetzt wesentlich spurstabiler. Wir haben Reifen, die auch laufruhiger sind. Wir sind jetzt an den ersten Langzeittests dran und wollen hoffen, dass wir für die Saison wirklich mit Top-Reifen auf Sportsman, Scrambler und auch General und Ranger-Modellen von Polaris fahren können. Als Erfrischung für die Piloten ging es im Anschluss an die Messungen im Driving Center Vorarlberg schließlich ins geröllige Bett des Gebirgsbachs, wo die Reifen ihre Offroad-Traktion unter Beweis stellen mussten. Die konkreten Messergebnisse finden sich in ATV und Quad Magazin 2018 5.6. Ohne ins Detail zu gehen, hat sich gezeigt, dass der PKW natürlich deutlich besser bremst als unser Krabbelzeug. Allerdings gibt es einige Reifen, deren Bremswerte zumindest in Sichtweite des Autos bleiben. Bei ihren jüngsten Reifengenerationen haben CST und Maxxis diesbezüglich ganze Arbeit geleistet.